Herzlich willkommen zum neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder weiter mit unserem Bus. Und ich war schon ein bisschen fleißig. Innen hat er schon die finale Farbe bekommen. Das zeige ich euch jetzt kurz, wie ich das gemacht habe. Das schneide ich euch jetzt kurz rein. Und heute geht es weiter. Wir fangen einmal an im kleinen Rahmen mit dem Zusammenbau, damit ich mal ein paar Teile los wäre und damit man wieder schieben kann im Bus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, ich habe mich dazu entschlossen, den Bus mit einem Unilack zu lackieren. Das heißt, es ist ein Basislack, oder der falsch, es ist ein Unilack, nicht so wie die meisten Autos, wo man einen Basislack spritzt und danach mit Klarlack drüber. Da ist es ein Spritzgang quasi, eine Lackschicht und die ist danach fix fertig. Da braucht man keinen Klarlack dazu drüber tun und es schaut super aus. Obwohl man einen drüber tun könnte, dazu gesagt. Ich habe jetzt im Prinzip eigentlich schon 90% angeschliffen, verwendet habe ich so Schleifpads, die kennt sicher jeder. Die sind jetzt von 3M, da habe ich jetzt die Körnung fein, da gibt es dann super fein und ultra fein und keine Ahnung. Ich habe die Körnung fein genommen, das funktioniert wirklich tipptopp. Der alte Lack, der ja noch eigentlich gut war innen drinnen, wird nur angeraut, damit wir dann auch bessere Haftung für neuen Lack haben. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ich muss jetzt eigentlich nur mehr das Ganze einmal rauswischen. An zwei, drei Stellen gehört noch eine Grundierung drauf und danach lackieren wir schon.
So, nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, kurz, wie ich das Ganze auslackiert habe, zeige ich euch jetzt einmal das fertige Ergebnis, weil beim anderen hat man es jetzt noch nicht so gut gesehen, jetzt ist es trocken. Also es schaut dann schon sehr geil aus eigentlich, das Ganze. Zur Info, gemacht habe ich jetzt eigentlich nur da in Fahrerraum, die Fahrerkabine. Ich wollte eigentlich hinten drinnen, ich wollte alles lackieren, aber Paint and Repair Garage wäre eine Paint and Repair Garage, wenn wir nicht einen Rost finden würden, der leider sehr, sehr gut versteckt war. Und zwar da am Fensterrahmen. Das war alles richtig schön gespachtelt, aber auf der Innenseite habe ich beim Schleifen auf einmal gemerkt, wie uneben das wird und habe dann natürlich mit der Drahtbürste voll angesetzt. Das da möchte ich natürlich nicht zerlassen, soll dann schon passen, weil wenn dann die Fensterdichtung drinnen ist und das ist also ein Wellengang, dann wird die Fensterdichtung niemals dicht sein und wir werden das Wasser innen im Innenraum haben, was wir nicht wollen. Das wird die nächsten Tage, wird das irgendwann passieren. Das Ganze wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich einmal passieren, aber heute werden wir mal ein bisschen anfangen, das Chaos mit meinen 100 Kartons und Behälter mit Teilen mal ein bisschen zu reduzieren, indem wir anfangen, da mal ein paar grundlegende Sachen einzubauen. Für einen oder anderen, der jetzt vielleicht schimpfen mag, nein, wenn er außen lackiert wird, hängen natürlich dann komplett zu, dann kann da innen dann nichts passieren. Aber mir geht es darum, ich habe jetzt aktuell ja gerade kein Lenkrad wieder und ich muss den Bus immer wieder mal ein- und ausschieben, weil wenn ich bei meinem Sportwagen oder sowas machen möchte, brauche ich natürlich die Hebebühne. Aus dem Grund mache ich das ein bisschen kompliziert. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt irgendwo hin. Und dann starten wir mal ganz spontan einfach los. Ich muss jetzt selber erst suchen, welche Teile wie reingehören und was jetzt sinnvoll ist, mit was wir starten. Probieren wir es nochmal. Breaks. Bleiben.
Ja, Kutze, fix! Au! Scheiße! Oh, Gott, na! Das hat jetzt wehtan. Oh! Aber voll eingezwickt. Ich sag's euch, Leute. Sieht man das? Da haben wir jetzt mal richtig saftig reingezwickt. Da ist jetzt, also das war jetzt eine riesen Blutblase. Kommt immer noch. Holle die Waldfee ab und an. Hilft nichts, wir sind Handwerker. Zack. So. Das Lenkrad ist so weit dabei drin. Muss ich nur noch voraussichtlich die Schraube reindrehen und unten dann ist ja so ein Verteiler, also so eine Abdeckkappe, die muss ich dann nur drauf drücken und dann sollte es passen. Jetzt geht das richtige Puzzle erst los, da ja die, alles was jetzt kommt, habe ich nicht selber zerlegt und wird jetzt, wer sucht, der findet. Und Ratespiel. So, neuer Tag. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem Wärmetauscher bzw. mit dem Heizgebläse vom T3. Ich habe das schon mal gereinigt, das hat man eh schon mal ein bisschen in einem Video gesehen. Ich werde es jetzt aber öffnen, dazu muss man es aufschneiden, weil ich habe gesehen, da drinnen, ja, so nicht so geil. Ich glaube, da kriegen wir Lungenkrebs, wenn wir das Zeug einatmen. Also ich werde jetzt den Wärmetauscher öffnen, werden einmal komplett reinigen und den werden wir dann aber wahrscheinlich gleich mal einbauen anfangen. Also geben wir gleich Gas. So wie es ausschaut, war da schon nochmal wer dran. Weil bei die Klammern, die braucht man noch anschauen und sie fallen runter. Und er ist da, da war zum Beispiel keine Klammer, oder da, der schaut schon so aus, als ob der schon einmal offen war. Ja, der war definitiv schon mal offen, weil jetzt, ich habe die Kamera auf Stopp getan, habe einmal gezogen und habe das ganze Ding in der Hand gehabt. Der war definitiv schon mal offen.
Ich habe jetzt den Deckel einfach nur runter getan. Und man sieht da überall ist schon mal mit, soll das Silikon sein oder mit irgendeiner Dichtmasse oder so, die immer noch klebrig und weich ist, schon mal versucht worden, das wieder abzudichten. Jetzt sage ich euch kurz, es ist aber trotzdem sehr gut, weil da schaut wirklich nicht besonders appetitlich aus, was da schon so drin ist. Dann werden wir jetzt reinigen, die Anschlüsse, Schlauchgeschichte, die dann vorne im Armaturenbrett oder unterm Armaturenbrett runtergeht Richtung Kühlerschläuche, die dann zum Motor laufen. Das Teil habe ich jetzt auch schon vorbereitet, das muss man auch nochmal reinigen. Meine Kamera zeigt irgendwo hin. So. Wir werden das jetzt alles kurz reinigen und dann werde ich das neu zusammenbauen, werde es ordentlich abdichten mit einem Karosseriekleber, der auch Haut wird. Und dann sollte der Gammel draußen sein, das heißt, wenn wir dann irgendwann einmal Luft von dem Teil beziehen, haben wir nicht 4000 Insekten, die vergammeln drinnen, also sollte es dann schon wieder halbwegs nach was riechen. Yummy, yummy, yummy. Jetzt schaut der schon wesentlich besser aus, aber geschmackig war jetzt was anderes. Jetzt werde ich alles noch mal ein bisschen mit Bremsenreiniger reinigen und dann werden wir es eigentlich schon zusammenbauen, wenn ich meinen Bremsenreiniger finde. Wo ist er? So dick waren da jetzt Käfer und Co. drinnen. So wirklich eklig. So wirklich, wirklich eklig. Schaut schon wesentlich besser als wie vorher. Und zwar habe ich mir da so Vorlegeband für Rigipsarbeiten habe ich mir besorgt. So, zum Beispiel da war jetzt so ein Streifen. Da werde ich mir jetzt einfach von dem streifenweise runterschneiden.
Das ist der alte Schaumstoff, der da drinnen ist. Der hat es wirklich hinter sich. So, ich habe eigentlich jetzt nicht alle Schritte gezeigt, weil ich weiß, es gibt genug Videos auf YouTube, wo das genauer beschrieben wird, wie man den repariert. Das Vorlegeband war wirklich eine gute Idee, das funktioniert wirklich super. Ich habe es jetzt probiert, die Klappen, die drinnen fahren, die schließen jetzt wirklich ganz sauber ab. Die Stärke, was ich da genommen habe, das ist 4 mm, das passt wirklich haarscharf, genau, ist eine coole Sache. Ich lasse den Kollegen jetzt trocknen und werde jetzt mit einem alten Lötkolben, den ich noch habe, da außen rum das Plastik ein bisschen mit dem Lötkolben verschmelzen. Kann man machen, muss man nicht. Ich mache es schon allein aus dem Grund, das Plastik ist nicht mehr so das Beste. Und aus dem Grund, es ist schon teilweise ein bisschen brüchig. Und jetzt schweiße ich das rundum und dumm ein bisschen zu. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Rolle rollt. Weil die Originalclips, so wie der da, der gehört da hinten auch noch einer hin. Die sind schon weggebrochen vom Vorbesitzer. Und wegen drei Clips jetzt ein neues Teil kaufen, sehe ich wieder mal nicht ein. Jetzt machen wir es auf die altbewährte, das wird gut funktionieren. Und wenn der dann nicht zu 1000% dicht ist, ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil dann belüftet es halt ein bisschen das Armaturenbrett. Schadet nicht ein bisschen Frischluft. So, da jetzt zum Beispiel der Clip. Der steht jetzt schon relativ weit auseinander.
geht jetzt eigentlich nur her und macht da ein paar Schmelzpunkte rein. Man muss dann immer warten, bis die schön wieder kalt sind. Und schon hebt's. Und schon hebt die Sache wieder. Ich finde, das ist eine gute Methode, ohne groß zu kleben. Ich zeig's da nochmal. Hallo Fokus. Und schon ist das wieder stabil. Und weil ich jetzt, weil ich da gerade zufällig auch was anderes habe, kann man das sehen. Da ist ein bisschen der Halter gebrochen. Den kann man auf die gleiche Weise reparieren. Da könnte man theoretisch noch ein kleines Stück Draht reindrücken, dann würde es noch besser heben. Braucht es aber in den meisten Fällen gar nicht. Mal das sehen. Jetzt hebt es wieder. Und jetzt der Riss geht natürlich jetzt da weiter. Den mache ich jetzt einfach einmal heiß oder mache ihn heiß, fahre nach und dann hebt es wieder. Jawohl, schon wieder stabil. So, liebe Leute. So, ich lasse es jetzt für dieses Video gut sein. Es sollten alle Schnipsel zusammen doch wieder ein nettes Video sein, wo ein paar Infos dabei sind. Ich entschuldige mich jetzt schon, dass momentan recht unregelmäßig Videos kommen. Ich bin gerade mitten im Ausbildungsstress. Bei mir geht es gerade drunter und drüber. Darum habe ich eigentlich auch relativ wenig Zeit in der Werkstatt. Sollt in, naja, es wird Ende Februar wird das Video rauskommen. Ich schätze mal so, Mitte März wird es dann wieder besser werden und dann wird natürlich wieder mehr Videos kommen. Seid es magnetisch bitte. Hauptberuf geht vor. In diesem Sinne.